Grüßt euch! Hallo! Endlich sind wir wieder da. Zumindest ich bin mal wieder da. Ich müsste eigentlich schon längst Undying fertig rennen. Ja, Domi schaut mich sehr, sehr Dings an, sehr kritisch. Ich grinse dich Crusader an. Crusader weitermachen. Ich bin ein bisschen im Stress, ich mach das schon noch. Ja, ja, das aber, ist ja nicht so schlimm. Ich habe mir heute Trine 2 gekauft, falls jemand von euch Trine nicht kennt. Nicht schlimm. Trine 2 ist genauso wie der erste Teil, bloß schöner. Und was das Spiel ist, erfahrt ihr dann auch. Und dann gab es auf jeden Fall die Beta dazu. Und Domi und ich wollten eigentlich im Multiplayer lokal spielen. Er mit Joypad, ich mit Tastatur, Maus. Es wäre aber sehr interessant geworden, wenn wir das wirklich gemacht hätten. Ja, weil das dumme Spiel... man kann in der Beta anscheinend noch nicht die Controls oder die Steuerungen konfigurieren. Und aus irgendeinem Grund ist bei dem Joypad, das ich habe, die sind die Achsen vertauscht. Das heißt, wenn der Domi nach oben, unten schaut quasi, schaut er eigentlich nach links und rechts. Also ziemlich doof. Ich hätte also meinen Controller um 90 Grad nach rechts drehen müssen, damit ich nach links, rechts, hoch und runter normal schauen kann. Aber dann wäre Laufen wieder verkehrt rum gewesen. Richtig. Egal. Ich habe das Tutorial schon mal angespielt, aber ich mache es trotzdem nochmal, weil ihr sicherlich, vor allem die Leute, die es nicht kennen, sehen wollen, was das dort für ein Spiel ist. Burp. Sau. Also, schauen wir uns kurz an. There were three valiant heroes, chosen by a magical artifact called the Trine. You may have heard another tale of how they met. Let me tell you a story of their latest adventure. Something mysterious and magical was taking place in the forest. First of the three heroes Moment. Was Amadeus, a wizard. Not perhaps the bravest or the most powerful, but he was clever and sensible. Then there was Pontius the knight, fearless protector of the realm, who loved good food, drink, and battle. Last but not least was Zoya, a thief. An entrepreneur. An entrepreneur. She was mysterious and only seen as a passing shadow on a cloudy night. Okay, wir müssen uns jetzt gerade ziemlich zurückhalten im Lachen, ja? Durch die Aufnahme ruckelt es ein kleines wenig. Ein Wizard. Wizard. Ja, dann stottert er ein bisschen. Egal. Daniel. Domin. Ich möchte die Kuchenschicher. Ja, jetzt machen wir erstmal kurz Erklärung. Genau. Wir spielen all diese drei Charaktere und wir müssen das Land vor den Schrecken, die jetzt irgendwie... aufkommen, müssen wir retten. Generell, ich weiß auch nicht, was die Geschichte von Zweier ist. Auf jeden Fall müssen wir mit allen drei Charakteren das Land mal wieder retten. Wie immer. Ja, und jeder der drei Charaktere kann immer ein bisschen was anderes und wir können zwischen denen hin und her switchen. Amadeus, the wizard, was asleep in his cottage. It was a place where he could study his fireball spell, hidden from the scornful eye of his wife. Der Zauberer hat schon im ersten Teil immer versucht, irgendwie einen Feuerball-Zauber zu entwickeln, aber es hat er nie geschafft. I'm sleeping here. Der ist ein bisschen trottelig. Für dich. Who's there? So. Und was er. Er kann zwar keine Feuerbälle zaubern, dafür kann er das hier. Fast genauso gut, ha? Fast genauso gut, damit kann man auch Gegner töten. Das Spiel ist so schön, aber ich muss ich sagen. Der zweite Teil ist echt total schön. Gut gemacht, das schaut schick aus. Es ist ein Sidescroller, wie man sieht. Und. Genau, wir können immer zwischen den drei Charakteren hin und her wechseln, wenn wir die mal endlich bekommen. Und das Trine, was auch im Titel steckt, das hat die drei im ersten Teil miteinander quasi verschmolzen. Und das wird's jetzt dann auch wieder tun. Amadeus could also conjure boxes out of thin air. Okay, die ganzen Experience-Dinger sind schon weg. Man kann mich Erfahrung sammeln, indem man so komische Fläschchen aufsammelt. Aber die habe ich schon alle das erste Mal aufgesammelt, deswegen kann ich die nicht nochmal aufsammeln. Und wie ihr seht, es sind auch ziemlich Physikspielchen dabei. Das war es ja im Einser auch. Und Rätsel, ja. Also spielt sich sehr wie der erste Teil, wenn man den kennt. This is the Shrine.
Not this again. Huh? Das ist der zweite Charakter. Der Ritter. Pontius! Amadeus! Get your things! We need to save the... What? Oh, this won't do at all, Pontius. I've children waiting for me to come home. But your magics are needed. The kingdom is in danger. Will this nightmare ever be over? Wie ihr seht, die haben alle einen Sprachfehler. Amadeus knew that the heroes were needed. How did you end up here? Let me tell you. Ja, es ist zum Glück bloß die Beta, es dauert bloß 40 Minuten. Pontius had headed out that evening, for there was trouble on the peasant farms. Creaking vines were taking over the field. Eieieiei. Ja, das ruckelt schon stark. Pumpkin Pie rauche ich gerade halt in der Shisha. But saw no one there. The nasties must have fled at the sight of me. Am besten ist eh der dritte Charakter. Die Diebin. Ja, die ist so geil, so geil. Oh. Also ein sehr schönes Spiel. Kostet bloß 13 Euro auf Steam. Also ich kann es nur jedem empfehlen, mal zu kaufen. Und Entschuldigung, dass es hier ein bisschen ruckelt. Aber das macht halt die Aufnahme. Ja, leider. That looks dangerous. Mit dem Schild kann ich mich jetzt hier vor den herunterfallenden Steinen schützen. Man kann auch später sich neue, durch die Erfahrung neue Skills und sowas kaufen, neue Waffen und so weiter. Ziemlich interessant. I'm Pontius the Brave, but I won't fall in a battle with dandelions. Dindirin. Shisha. The Trine. Pontius had never understood what exactly the Trine did, but he knew that the artifact was there to. And so Pontius felt happy. He couldn't think of a better quest than saving his kingdom. So, das ist die Diebin. Die ist toll. Die ist so cool. Der Hintergrund ist schön. Ist allgemein sehr schön gemacht, das Spiel. Übrigens, nicht, dass ihr euch wundert, also wir spielen es jetzt bloß das eine Mal hier. Es gibt bloß diese ein, zwei Parts, wie viel das auch sein werden. Weil das ja auch bloß die Beta ist und es gibt halt auch noch nicht mehr. Also wir machen schon noch mit dem Rest weiter, keine Sorge. Ach, machen wir das? Ich nehme es mal an. Gut, dann weiß ich jetzt Bescheid. Ach, das hast du gemeint mit der Grappling Hook Scene, wenn wir im Multiplayer gespielt hätten. Genau, ja. Das wäre für dich ziemlich schwer gewesen. Oh, on top. Ich hab hier ein Erfahrungspunkt-Dingens vergessen. Das hole ich mir jetzt. Entschuldigung. Ich hab Manieren. Das da. Das hole ich mir jetzt. Batman. So, und soweit habe ich es auch gespielt, das erste Mal. What are you doing here in the middle of the night? Not back to your old tricks and thieving. Oh, there's a perfectly good explanation for this. Tell me, where are we going? We don't really know yet. Something strange is going on. A new venture. Shall we go then? Ja, bitte. So the Trine had come for the heroes, and the adventure was ready to begin. Der stottert nicht. Amadeus worried for his family. Amadeus. While Pontius looked forward to their new quest. Zoya, of course, imagined what fabulous treasure they might find. Treasure. Das ist ein Schaf. Treasure. Amadeus worried. So, und soweit habe ich das letzte Mal auch gespielt. Ich will, dass der mehr redet. Wahrscheinlich ist der Erzähler in Wirklichkeit ein Schaf. Nee, das schaut bestimmt lustig aus, Domi. Ich mag sprechende Schafe. Ich auch. Aber ich treffe so selten welche. Stimmt. Leider. Ich möchte eins knuddeln. Ja! Ah! Cuteness Vibes. So. Ich nehme jetzt mal den hier. Wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich mit deiner Tussi, oder? Ich weiß bloß nicht wie.
Grappling Hook? Ah, du hast recht. Sehr hübsch. Machst du das? Scheiße. Yay! Ich glaube, ich soll lieber mal sowas hin. Ich weiß schon wie. Ja, Muhar. Let the adventure begin! Die hat ja eine ganz andere Stimme als vorher. Where did the Trine bring us? Let's take a look around to find out. Autsch. Ah, okay. Das wäre natürlich einfacher gewesen. Zurück! Attacke! So. Oh, da will ich sogar hin. Da nicht. Wah! Machst das ja ganz spannend. Ich will. Du willst. Einmal hier. Einmal nicht hier. Ah! Rotzefix! Grotzenäsen! Ah, das ist meine Stimme versagt. Aber jetzt hol ich's mir. Ich fail so, Tommy. Ich weiß und ich find's toll. So, sagen wir, bis es zurückkommt. Ganz ruhig, Daniel. Wir haben Zeit. So, sehr schön. Und hä? Ich will doch da runter, merke ich gerade. Wo du überall hin willst, unglaublich. Ich will die Welt sehen. Die ist auch schön. Sehr schön, ja. Schön, dass sie den Baumstamm mit ihrem Kopf bewegt. Ja! Rüber! So. Schau mal, was da oben ist. Oh Mann. Ich sehe es gerade, ja. Aber ich komme hier nirgends hoch. Ich müsste das Ding jetzt ja wirklich anstoßen. Ach, mir egal jetzt. Es ist nur die Beta. Das eine können wir vergessen. Ja, eben. Soll ich ein bisschen da hoch und rüber kommen? Okay. Mit deiner Fantasie. Ich glaube, ich muss erstmal auf die Seite. Wow. Ah, okay, das geht nicht mehr so schön wie im ersten Teil. Da konnte man sich richtig krass durch die Gegend schwingen. Wenn du mit deinem Wizard da ein Dings hinbaust. LOL. Aha. Okay, so geht es nicht. Ich lass jetzt einfach mal aus. Ja, wie gesagt. Ah ja, so, okay. It's really powerful. I want to see if it works on potatoes as well. Super. Ich spiele die eh am liebsten, weil der kann man so schön durch die Gegend springen. Jetzt warte mal, ich sehe gerade, wenn ich jetzt. Pass mal auf. Wenn ich jetzt wirklich mit dem. Okay. Okay, so geht's nicht. Nee. Wie gesagt, also wie ihr seht, da muss man auch ab und zu mal denken bei dem Spiel. Und failen, wie der Daniel gerade demonstriert. Ja. Und hepp. Und nochmal. Und hepp. Ach, ich muss hier. Deinem Knight vielleicht? Ja, dem geht's auch. So. Oh Mann, ich fail hier echt total rum. Failen ist essentiell. Ich mach's einfach mal weiter. Bis sie auch mal weitergeht. Nice. Okay, hier werde ich wahrscheinlich sowieso den hier brauchen. Es hängt gerade. Jetzt geht's weiter. Okay, was ist das hier? Ein unlösbares Rätsel. So. Ah, hier brauche ich den Hammer. Hammer! Eine Taube, die mich angreifen will. Intruders! Do you think we'll have to fight? Get your pokey stick! We cook the big fat one! Attack! Oh Gott, die sind ja voll knuffig. Charge!
mein Schild gerade eben nichts gebracht. Jetzt geht's. So. Ich komm hier hoch. A simple, straightforward quest. I like, I don't. Haha. Es geht doch noch. Es geht doch noch. Die ist so cool. Die ist so anmutig. So, und jetzt geht's wieder zu seinen Skill Points. Oh, ich bin Level Up. So, und das sind jetzt die Skills, Du kannst mal kurz die Shisha rüberlegen, weil ja. Die ist aus. Ich habe jetzt die Skills, die ich vorhin erwähnt habe. Frost Arrow, Stealth Movement. Oh, Fire Arrow. Ich spiele die ja eh am liebsten. Was hat der hier? Monster Levitation, das ist cool. Two Controlled Items. Frost Shield, Hammer Throwing. Ich nehme jetzt trotzdem einfach mal den Frost Arrow. Okay. Ja, warum nicht? Sagt man nicht nein hier, ne? Okay. Okay, ich verstehe. Ich verstehe das Rätsel. Also ich schon mal gar nicht. Ja, bleib unten drin, bleib unten stehen. So. Die Frau ist so cool. Okay, das wird kritisch hier oben. Nägel. Oh, da oben ist sogar ein Dings gewesen. Was ist denn das? Eine Riesenflasche. Das kriegst du so nicht runter, nee. Komm ich hier überhaupt hoch? Von hier aus? Nee, ich glaube, ich muss von der anderen Seite irgendwie hoch. Okay. Das ist eine böse Pflanze. Kannst du die Pflanze nicht einfach abschießen mit deinem Pfeil? Ich mach grad was anderes. Achso, ja, kann ich natürlich auch. Ich will jetzt was anderes probieren, schnell. Ich sehe es, ja. Die Pfeile bouncen richtig schön zurück. Ja gut, ich schieße das Ding ab. Wenn ich's treffe. Du hast mit dem Viech sehr wenig stört. Oh! Geht so nicht. So. Ach du Scheiße. Es wird kritisch. Okay, er ist schon mal tot. Aber ich kann ihn hier wiederbeleben. So, er lebt wieder. So, wie komme ich denn hier am besten vorbei? Kann ich eigentlich? Kannst du was? Ah. Sehr schön. Ja, so hast wenigstens deine Ruhe. Nee. Fast. Oh, das waren die Stacheln. Es ist nicht so einfach, das Spiel manchmal, ja. Ich bin ein Hammel. Wir wissen einfach, wenn ich weiterlaufe. Nee, das sehe ich hier mal gar nicht ein. Nicht? Na? Das Ding da oben schaut einladend aus. Was ist denn das? So, warte mal, geht's hier irgendwie hoch? Nein, kann so nicht. Ach, das macht das Ding kaputt. Jetzt wär's, glaube ich, gestorben, aber... Ah, I see. Ich will aber, denke ich, oben rum. Ja, oben schaut's eh schöner aus. Ja. Und einladender. Bobo! Dreh dich mal richtig rum. Ja, achso, ich hab gedacht, die Kiste hat mich angegriffen. Kann auch sein. Kisten können sehr. Vielleicht war es eine Mimiktruhe. Hätte ja sein können. Kann ich eigentlich? Nee, kann ich nicht. Ich dachte, ich könnte das Ding irgendwie. Ich bin jetzt fast da hoch. Eine Kiste!
Collectible Painting. Ach, süß. Oh, genau. Geil. Ich will so eine Drachenschlange auch haben. Ja. Die würde ich knuddeln. Oh. Und diesen Goblin auch. Also die Frage, wie man da am besten hochkommt. Wahrscheinlich auch wieder mit denen. Ja. Ei! Da macht's aber jemand spannend. Ja, natürlich. Wow. Sterbt! Von beiden Seiten. Kritisch. Ein bisschen, ja. Eieieiei. Liegt der Bogenschütze noch? Ja. Yay! Ah, den hat's zerborsten. Den hat's sehr zerborsten, ja. Aber ich will hier hoch. Like! Ein Herz. Health, alle geheilt. Mit der Macht der Liebe. Captain Planet. Okay. Okay, das war's, glaube ich. So, ich muss auf jeden Fall hier, denke mal so, hinter das Ding schwingen, genau. Da gibt's zumindest sehr Sinn. Ein Portal. Okay, ich kann mich hier auf jeden Fall... Ja, das ist wieder die Frage. Also hier kannst du dich, glaube ich, durchschlagen. Mit deinem Knight. Was mache ich jetzt hier? Ja, doch. So, also ich muss noch irgendwie schauen, dass ich hier hochkomme. Schaut schlecht aus. Meinst du? Ja, jetzt wenn man mal von einem Mage absieht. Win! Yay! Checkpoint! Oh. Ich weiß, was du vorhast. Er pinkelt gegen den Stein. Na, wer hätt's gedacht? So. Komm ich da auch irgendwie hoch? Ja, freilich mit der Kiste. Mit der heiligen Kiste! Sehr gut. So. Sehr gut. Ich bin ein Held. Merkt ihr es nicht? Daniel in Jump'n'Runs. Ja. Böser Stein. Könntest du den Link einfach drüber springen? Na, weißt du, was ich mache? Nee, das glaube ich nicht war das Richtige. Nett? Soll ich mal laden? Lad nochmal. Ja, okay. Dann geht sogar gleich der Bildschirmschoner an. Ja, so. Wow! Ja, ja. Boing! Das ist cool. So was will ich auch im Garten haben. Ja, da wäre ich die ganze Zeit bei dir im Garten. Pass auf, da ist ein Bogenschütze. Ich sehe es gerade, ja. Blubberblasen, wo bleiben denn die Pupsblasen? Ja, pups doch mal jemand. Da. Das Spiel ist so schön. Ja, ich finde die Grafik ist richtig schön. Mhm. So comichaft, das mag ich. Ach, so idyllisch. Oh, da ist eine Kiste. Artefakt. Schießt da gerade jemand auf mich? Nein, du bist in die Stacheln gesprungen. Ach, sind Stacheln. Okay. It's a Halloween. My sister is beautiful, charming and bold. I love her so much, we are 8 years old. Jetzt weißt du Bescheid. Perverse Säue. Ja, ne? Pädophilie im Spiel. Jetzt wahrscheinlich eh ein Endgegner irgendwann. A
That's a funny-looking rock. Why, it's a huge snail. Enjoy snail. The shower. Hmm. Ah, bis bald wieder ein Level up. Echt? Bald. Achso, bald. Ich kann mit der Schnecke nichts weiter machen. Naja, der hat ja gesagt, enjoying your shower. Wahrscheinlich musst du ja einfach nur das Wasser abdrehen. Das hätte ich jetzt eigentlich damit schon gemacht. Leg halt eine Kiste oben drauf, dann sei denn, du spielst runter. Ich muss erst mal noch versuchen, hier hochzukommen. So. Wir essen einfach mal. Na, damit ist eine doof. Gute Idee. Ja, leg mal eine Kiste drauf. Ich leg mal eine Kiste drauf, ja. Ja. Stimmt schon, ich muss nur auf die andere Seite, damit es so bleibt. So, und jetzt? Eine jetzt Idee? Jetzt haut sie keinen Schauer mehr. Was ist das hier? Das heißt, ich glaube, ich muss diese irgendwie das Wasser so redirecten, dass die Pflanze wächst. Meinst du? Also ich weiß es nicht. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich das so machen muss. Hast du da noch irgendwelche Möglichkeiten? Theoretisch ja, pass auf. Kannst die Pflanze auch mit der Kiste erschlagen? Kann ich vielleicht? Nee, leider nicht. Interessant. Das erste Rätsel, bei dem wir jetzt hängen. Die Pflanze muss wahrscheinlich wachsen. Die Schnecke muss hier irgendwie weg. Ja, das Gefühl, ich muss das Wasser hier irgendwie hindirecten. Aber ich naja, weiß das Ding glänzt ja nicht umsonst. Richtig. Wir haben ja vorhin gesehen, dass die auch wachsen. Richtig schnell. So, kannst du noch mehr Kisten konjurieren? Ich kann nur eine. Ich könnte jetzt zwar noch, wenn ich einen Skillpoint hätte, einen zweiten machen, aber... Das Wasser fließt ja schon fast dahin. Ja. Bisschen noch. Wenn du, ja genau. Wenn du die kleine Kiste hoch tust vielleicht, weil die hat ja mehr Masse, mehr Größe. Die kleine Kiste nach oben. Ja, ich muss dich ein bisschen weiter rüber. So, ne, ungefähr. Ah, ich lieb solche Rätsel. Nicht ganz. Fast. Ah, es fließt schon fast. Probier's aus. Fließt es irgendwo hin? Nein, ich habe eine ganz andere Idee. Pass auf. Im ersten Teil gab es noch Mana. Mich wundert es, dass es hier nicht mehr gibt. Na, jetzt bin ich mal auf deine Idee gespannt. Ah, okay. Tropft die Kiste dann noch im Nachhinein? Nee. Schade. Das wäre jetzt halt so eine Möglichkeit, ne, aber... Dann würde ich es wenn dann weiter oben ansetzen. Ja, genau. Das ist vielleicht mehr hinten. Jetzt blockierst du das Wasser. Kann ich vielleicht, wenn ich jetzt die große nehme und die kleine hier oben lasse? Ein Rumgeschmeiße. Die Pflanze wird auch erschlagen von dem Zeug. Ja, du brauchst eine Dusche, Daniel. Ein bisschen justieren. Ja, so spielst jetzt Gießkanne. Jetzt muss es nur noch hin. Ja, es läuft gleich hin. Schon hingelaufen? Ja, kommst du. Bisschen noch. Ich weiß überhaupt nicht, ob wir das Richtige machen, Tommy. Ich auch nicht. Ein bisschen höher. Es muss doch nur dahin. Wieso hat denn keiner einen Eimer dabei? Ja, nein, vielleicht. Weiter nach links. Vielleicht, wenn ich nochmal ein bisschen umjustiere, bis ich jetzt so. Mann! Kruzifix, Tommy. Kannst du die kleine Kiste noch ein bisschen weiter nach hinten, nach rechts schieben, damit das Wasser trotzdem runterläuft? Aber nicht so einen steilen Abgang hat. Zu weit. Nee, das Ding knapp. Das wär's aber auch. Warte mal.
Es regt mich gerade ein bisschen auf. Au. Wahrscheinlich ist die Lösung total simpel. Kann ich das Ding einfach benutzen? Nee. Das wäre lustig gewesen. Kann ich vielleicht noch irgendetwas anderes... Domi... Nee, Daniel, nee. Nee, kann nicht sein. Glaube ich nicht. Schmeiß es weg. Das ist ein cooles Rätsel. Nee. Jetzt geht die Schnecke dahin. War's? Die Schnecke mag ja Pflanzen. Ein riesiger Würsching. Süß! Oh Gott, die! Die schmecken doch so ekelhaft. Schnecken? Ja. In Kräuterbutter sind die gut. What's that? Whatever it was, I'm glad it went the other way. Oh, das ist bestimmt mein Endgegner. Ein riesiger Schnürsenkel. Schuss! Den hat's voll zerberstet, hey. Jetzt hab ich eigentlich gedacht, das wäre hier oben alles Dinger. Ja, das wäre wegen derbe, oder nicht? Und wir haben uns das Ding hier holen. Scheiße, ist weg. Doch, dieser Goblin da unten fühlt sich ein bisschen verarscht. Da denkt man, es kann nur Lego lassen. Okay, so komme ich da nicht hoch. Ich will XP haben. Das sind die Pupsblasen. Use Lever? Da war ein Lever? Ach, da hinten ist ein Lever, stimmt. Eins noch, dann bist du ein Level up. Das hole ich mir jetzt gleich. Verstehe. Wow, okay. Du musst das wahrscheinlich erst zerschlagen. Level up. So. Ich glaube, ich spare noch auf 1. Weil ich will dann die. Gibt's keine Double Arrows mehr? Schade. So, und was macht das Ding jetzt? Es rollt hier lang. Es rollt auf mich zu. Hilfe. Ah, gut, es verletzt mich hier nicht. Das sind nur die Pupsblasen. La 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 la. Okay, ich muss auf jeden Fall. Aber wozu brauchst du. Eine Kiste vielleicht wieder? Für was? Wie meinst du? Das Ding geht doch noch eine Zeit zu, oder? Richtig. Du kannst die nicht irgendwie in der Kiste verhaken oder sowas, oder? Gute Frage. Müssen wir mal probieren. Ist aber fast eigentlich nett. Aber wozu diente dann der Baumstamm? Ja, da hilft mir jetzt auf jeden Fall da unten nicht mehr unbedingt viel. Dann habe ich nur ungefähr Zeit. Nicht arg viel Zeit, okay. Schau mal, wo die überhaupt hingehen. Dinger. Wenn du hoch genug bist, kannst du eh rüberspringen. Hoffe ich. Ich glaube, da komme ich nicht weit genug rüber. Warten wir mal ab. Wahrscheinlich platzen die jetzt eh da oben. Ja, platzen da. Kannst du nicht den Baumstamm noch ein bisschen verschieben, dass das Ding unten bleibt? Ich müsste es irgendwie komplett hoch dingsen. Das schaffe ich so nicht. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall noch diese eine XP da oben. Oh Gott, die platzen ja jetzt schon. So. Warte mal. Ich habe eine Idee. Gut. Dann mach mal deine Idee. Ah, das geht aber nicht. Warte mal. Ich gehe dabei mal aufs Klo. Was ist denn das hier? Okay. Meine Idee war jetzt eigentlich, diesen Lever von da unten zu ziehen. Ich kann hier nichts ziehen mit dem.
Hallo? Oh, scheiße. Also nochmal. Okay, das Ding muss hoch. Ich probiere es jetzt einfach mal. Das ist super. Nee, ich habe es noch nicht geschafft, Tommy. Ich bin auch zu weit weg, um hier irgendwas zu... Reh von der Toilette. So, wenn das Ding da unten stuck ist. Ach Gott, ich habe die falsche Taste gedrückt, deswegen. Nee. Du musst ja eigentlich hinhauen. Ich weiß nicht, wenn es stuck ist. Wenn du die Kiste drunter schiebst. Ja. Ich probier's jetzt einfach nochmal. Damit du halt sozusagen abrutschst, aber nicht gleich runterfällst. Ja. Dass du noch genug Zeit zum Springen hast. Uah, ich hab einen Schluck auf. So meinst du, ne? Ja, kannst du auch laufen währenddessen? Nee. Au! So, ich schau mal, ob ich irgendwie was zum Hochkommen. Ja, sehr schön. Das war, glaube ich, mehr Betrug als wirklich richtig. Egal. Hä? Ah. XP. Immer gut. Gerne gesehen. Da unten ist ein Gobbo. Da waren zwei Gobbos. Speerwerfer, nicht nett. Oh. Ja. Platz. So. Sowas wäre im Real Life sehr praktisch. Ja, wenn sowas halt ginge. Ich wäre auch gerne ein Magier. Dann könnten wir sogar die Frau vom PC schieben. Ja. Die Frau hat was gefragt. So. Das Spiel geht ja auch, wie wir es, glaube ich, schon gesagt haben, Koop. Zwei Spieler. Oder mehr sogar, ich glaube. Oh. Okay. Oi, da brauchst du deine Kiste. Nein, brauche ich nicht. Oder deinen Grappling Hook. Oh. Eine sehr gute Idee. Das war sehr schlecht, ja. Also ich bin total für Selbstmord. Ich gehe nochmal ganz kurz ein kleines bisschen zurück. Ich will meine Rogue wiederbeleben. Die brauche ich jetzt nämlich, glaube ich. So. Weil mach das nochmal! Ich kann nämlich das Ding hier oben. Jetzt mache ich das nicht gleich so. Ja, super, jetzt geht's natürlich, ne? Hast du es bewegt? Ah, sehr schön. Fein, 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 fein. So. Achtung, Gobbo. Lieber gleich bei der Health bleiben. Eine gute Idee, ja. Was ist ein Hack'n'Slay hier? Noch mehr, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Au! Drecksack! Na, große Zeh geschossen. Du kleiner, mieser Drecksack. Das war doch Bulli-Parade, oder? Richtig. War das mit Hitler? Ja. Ja, dachte ich mir doch. Ich weiß noch, als der kleine Hitler zu mir in den Laden kam. Ja, ja. Mit seinen Bonbons oder was? Genau, das war. Richtig. Aber das was? Hohoho! So macht man das! Was nicht anders geht. Hm. Lol! Episch! Das war echt geil! Hey, das war echt gut. Das muss ich sagen, hat das gut gelöst. Da krieg ich gleich einen Boner, hey.
Nein! Hier ist die XP im Boden. Air coming from those pipes. Ich werde das schmeißen jetzt nach oben. Wahrscheinlich ist er zu schwer. Nein, nicht mal. Oh, wie sein Röckchen weht. Die neue Marilyn Monroe. Und ja, unter den seinen Rock will ich jetzt eigentlich nicht gucken. Interessant. Und sogar theoretisch effektiv. Richtig. Nicht nur theoretisch, sogar sehr gut. Ich bin da sogar schon rübergekommen. Ja. Ja, ah, fast. Aber schon mal, jetzt denkst du richtig. Oh, jetzt war zwei in der Mitte gehangen. So. Okay, ich glaube, so wird das nix. Kannst du dich da oben irgendwie grappeln? Dass du dann während des Sprungs zur Rogue wechselst? Du könntest das auch so machen. Weiter. Okay, Moment. Ich muss diese Kiste hier. Warte mal. Ich wollte eigentlich, dass ich mit der Rogue dann mehr Schwungdings hab. Du könntest das auch so machen, zum Magier wechseln, dass die Kiste in der Luft bleibt, zur Rogue wechseln, hochspringen, schwingen, auf die Kiste springen, während sie runterfällt und dann auf die andere Seite gehen. Das hört sich doch nach einem Plan an, oder? Ein ziemlich warte mal, ich hab die Idee. Du kannst zwar das Rohr unten verschieben. Ich weiß, ne? Ich hab's gerade eben gesehen. Wieso ist das Naheliegendste immer das... Ja! Alter! Unmöglich. Ja. Die Frau hat gerade gefragt, was Trine 2 ist. Und sie findet es gerade total wuschig. Sie wird gerade total piep. Zwischen den Achseln. Zwischen den Achseln wird sie total feucht, ja. Okay, das müsst ihr sehen. Oi, ist das ein Hui-Rätsel. Meine Konkubine namens Janine lockt mich. Aber nein, zwischen den Beinen hat sie leider nur schimmliges Brot. Schimmliges Brot. Brot. Oh Gott, sie kommt. Aber ich will nicht dieses Dings da oben noch haben. Ich hab nichts gesagt! Dominika! Dominik wird vergewaltigt! Rette mich! Tommy, es geht weiter! Ich kann nicht! Frau, es geht weiter! Schau doch lieber zu! Okay. Es tut mir leid, Frau! Au! Ah, wenn ihr das ihr wolltet könntet. Jetzt. Ah! Endgegner! Autsch! Das stirbt mir sofort! Oh, meine Wange! Den kannst du nicht blocken, Daniel. Der stirbt echt sofort. Vielleicht auf Distanz? Oh Mann. Ah! Plop. Du wirst verfolgt. Das Viech ist schon tot, Daniel. Sicher? Das Viech hat die Schlange. Ah, nee. Yikes! Die Schlange ist sehr böse, ja. Ha! Wie machen. Nein, lass mich in Ruhe! Ja, wie besiegt man die? Ich glaube, ich muss irgendwie. Auf ihren Kopf? Alter Schwede! Keine gute Idee. Okay, wir haben zumindest die einmal hat sie irgendwie was gemacht, das was zusammenkracht. Ja, die hat irgendwie gebissen.
Aber höher kommst du nicht. Ha! Geschafft. Achso. Und ein Achievement hast du bekommen, Daniel. I didn't do it. Giant snails. Whatever next. Huge grilled pork, I hope. Oh ja. Oh ja. Who are these strange people? I better keep my eye. Die Frau. Mal was Nettes, genau. Aber nur weil ich da bin. Ja. Was Frau, wie hast du Trine 2 gefunden? Das bisschen, was du gesehen hast. Das war so toll und so erotisch vor allem. Bist du immer noch feucht unter den Achseln? Nein. Nicht? Warum nicht? Ich war da noch nie feucht. Nicht? Ah, das war's schon. Das war's schon. Ja, Leute. Hoffe ich, es hat euch gefallen. Mit Special Guest der Frauen in den letzten Minuten. Ja. Und mir tut alles weh. Aua. Und ich nehme mal endlich mal dieses Undying rendern, was wir schon seit einer halben Woche, glaube ich, gemacht halbe haben. Woche, ja. Und, und mach auch mal Crusader weiter. Irgendwann jetzt dann demnächst. Okay, tschüss, Leute. Tschüssi, bye bye.